So, da wären wir wieder. Und die einzigen Monster, die mir noch eingefallen sind, sind diese komischen Seetangmauern, die uns vergiftet haben. Aber sonst... Na gut, wo können wir noch rein? Da können wir noch rein. Einen Schlüssel haben wir auch noch in der Kiste. Ich bereue das jetzt schon, dass ich die ganzen Sachen da reingepackt habe. So, ein Blutdämon haben wir dich genannt. Und so wirst du auf ewig heißen, egal ob wir rausfinden, wie du wirklich heißt oder nicht. Das Geräusch kenne ich aber auch aus irgendeinem anderen Spiel auch. Also fast genauso. Ein Goblin? Oder ein Morlock? Also ein bisschen, ne? Naja. Du warst ein Fleischdämon. Hier drin scheint sonst nichts zu sein. Na gut, ein bisschen Waffentraining ist auch nicht schlecht. Wie weit sind wir da jetzt? Fast vom Aufstieg. Dann schauen wir hier links rum und dann gleich wieder rechts. Hoffentlich noch ein paar kleine... Wollte gerade sagen, hoffentlich noch ein paar mehr kleine Häuser. So wie du. Wenn du eher wie ein Lagerraum aussiehst. Ja, ein Lagerraum voller Sachen, die wir nicht öffnen können, an einer Truhe, wo wir schon dran waren. Ja. Da lang. Ja, gleich zwei von den Dingern. Nee, da blockieren wir schön den Weg, dass die uns nicht umkreisen können. Weil die machen so ja schon genug Schaden alleine. Na komm, Butt. Das wäre echt praktisch, wenn die Heilzauber so nebenbei laufen könnten. Dass wir jetzt Heilung drücken und dann während wir hin und her laufen und während wir die Angriffe machen, die Heilung irgendwie durchläuft. Weil sonst dauert das schon recht lange. Also klar, die Zeit wird angehalten, aber ich finde die Sequenz langsam ein bisschen träge. Aber gut, ich werde ja auch langsam ein wenig ungeduldig. Also nicht ungeduldig, dass das Spiel jetzt schnell durchspielen will oder was weiß ich. Sondern einfach nur, dass mir das Spiel halt so Spaß macht. Und ich zwischendurch immer gezwungen bin, 10, 15 Minuten Pause zu machen. Aber ja. Besser als wenn wir jetzt alle Heiltränke verbrauchen und dann irgendwann das Spiel nicht weiterspielen können, weil ein richtig knackiger Gegner kommt und wir keine Heilung mehr haben. So, obwohl das Spiel neu anzufangen wäre ja gar nicht so schlecht. Ich meine, wäre es nicht mehr ein Blind Let's Play, aber dann würde man wahrscheinlich wesentlich weiterkommen. Und dann könnte man eine andere Charakterklasse ausprobieren. Der Magier klang zwar am Anfang recht interessant, also hatte ich ja schon mal erwogen, dass wenn man neu anfangen würde, ein Magier spielen könnte. Aber das Mana wäre dann echt ein Problem. Da müsste man wahrscheinlich noch viel öfter rasten. Denn wir benutzen unsere Mana-Tränke jetzt ja nur, um uns zwischendurch mal zu heilen. Aber der Magier müsste das ja auch benutzen, um zwischendurch Schaden zu machen. Also hätte er einen wesentlich höheren Verbrauch. Was haben wir hier? Oh, davon haben wir einen Schlüssel in der Kiste. Ja, das heißt, Magier wäre am Ende wahrscheinlich ziemlich mächtig, aber bis dahin ist es ein absoluter Krampf. Wird wahrscheinlich alle 5 Minuten pausieren, um Mana zu regenerieren. Was haben wir hier? Scheint ein wichtiges Gebäude zu sein. Weil bisher haben wir erst ein so ein blaues Schloss gesehen. Mach schon mal zu. Ich höre keine... Ich wollte gerade sagen, ich höre keine Gegner, denn es ist um die Ecke gleich so ein Blutdämon. Das machst du auch keine Geräusche. Kündige dich gefälligst an. Und da ist noch eine Tür, die zu ist. Ah, komisch. Dabei haben wir schon so viele Druckplatten aktiviert, von denen wir gar nicht wissen, was sie machen. Blub. Oh, und wenigstens geht's hier weiter. Ein Stein, der einfach so rumsteht. Komm, dich machen wir mal kaputt.
Ja, richtige Entscheidung. Und selbst wenn nicht, inzwischen haben wir genug von diesen Blockzaubern. Wie heißen die? Blockfigur. 4 Stück. Haben wir noch kein einziges von benutzt. Ein Trank der Ausdauer. Ah, für 5 Minuten. Ich mag die nicht. Oh, ein Kriegshammer. 1d12 Schaden. Genauso viel wie das Schwert, ne? Ja, aber super. Damit können wir jetzt mal ein bisschen austesten, auf was die Gegner allergisch sind und auf was nicht. Obwohl wir da keinen Skill drin haben. Na gut, schmeißen wir die Axt erstmal weg. Die brauchen wir nicht mehr. Und wenn wir wieder auf den Gegner treffen, so wie die Steinwand zum Beispiel bei den Magiern, dann können wir da kurz wechseln. Denn selbst wenn wir das Talent nicht so hoch haben, werden wir damit mehr Schaden machen. Hat man bei den Drachen ja auch ganz gut gesehen. Mit dem Schwert musst du da 10, 12 Mal draufhauen. Mit dem Speer teilweise nur 3, 4 Mal. So, und die Tür ist immer noch zu. Oh. Das haben wir vorhin hier ganz gut getan. Ja, die ist. Nein, ey. Habe ich schon mal erwähnt, dass die Steuerung ein wenig doof ist? Wenn man nämlich zu schnell drückt, dann läuft ja das erstmal alles ab. Da kann man nichts gegen machen. Und wenn man gegensteuert, dann macht man das Ganze noch schlimmer. So, hier ist aber kein Knopf, den wir drücken können. Und dadurch geht die Tür auch nicht auf. Nur die da hinten. Schade. Na gut, dann müssen wir die Tür einfach mal im Auge behalten. Zwischendurch auf die Minimap gucken, ob wir die durch irgendwas aktivieren können. Haben wir noch was in der Nähe? Da oben sind Druckplatten, aber die sind nur für die Türen da. Die sind auch nur für die Türen. Komisch, komisch. Na gut, bringt nichts drüber zu grübeln. Wo gehen wir jetzt lang? In dem inneren Bereich waren wir schon. Na gut, dann gehen wir mal hier rum und dann da hoch. Also Tock gegen die Wand, links rum, rechts rum und wieder gegen die Wand. Dann müssten wir in der Ecke sein, wo wir uns noch nicht so umgeguckt haben. Genau, da ist unentdecktes Gebiet. Und irgendwo fliegt hier bestimmt wieder eine Faust lang. Oh, Blutdämon. Komm. Und Fleischdämon. Na komm, wir brauchen ein Level up. Wenn wir können, packen wir das in Stichwaffen wieder und wenn nicht, dann in Hiebwaffen. Oder wollen wir es von vornherein in Hiebwaffen packen? Aber dann müssen wir immer wechseln. Entscheidung, Entscheidung. Ja, es scheint ja echt nur begrenzt viele Gegner zu geben. Und sobald wir herausgefunden haben, was wessen Schwachstelle ist, wäre es schon praktisch, wenn wir jede Waffengattung gut benutzen könnten. Bei dem nächsten Blutdämon und Fleischdämon benutzen wir einfach mal die Hiebwaffe. Auch wenn wir kein Talent drin haben, können wir mal gucken, ob die Leute vielleicht extrem schneller sterben. Auch wenn ich das nicht glaube. Und wir sollten uns heilen. Und gleich nochmal. Also ich habe jetzt schon drauf gedrückt. Mal gucken, ob er das hintereinander ausführt. Ich glaube ja. Nö. Aber vorhin hat er das gemacht. Da hat er zweimal hintereinander gezaubert. Ich weiß aber nicht, wann und wie ich das gemacht hatte. Na gut. Abspeichern nicht vergessen. So, Hammer her. Nein, dich wollen wir nicht wegschmeißen. Du bist ein gutes Schwert. Okay. Der ist mal eben einfach so gestorben. Noch ein blaues Schlüsselloch. Da haben wir aber keinen Schlüssel mehr für, ne? Ne, wir haben nur noch einen einfachen Silberschlüssel. Obwohl wir dafür noch gar kein Schloss hier gesehen haben. Die waren ja eigentlich in der alten Burg. Und ein Grünschlüssel. Die waren eigentlich für die Häuser direkt am Anfang. Aber da haben wir, soweit ich mich erinnern kann, alle aufgebraucht. Also die hier unten. Naja, wo sind wir überhaupt? Da, okay.
großer Raum hier. Gucken wir mal, ob wir da irgendwo reinkommen. Oh. Vielleicht stehen wir mal ein... Komm her, wir wollen unsere Waffe testen. Oh, Plural. Zwei Treffer, drei Treffer und tot. Wenn das jetzt keine besonders guten Treffer waren. Zwei. Drei. Es fühlt sich so an, als wenn es ein Tick schneller wäre. Wo bist du jetzt schon wieder hin? Komm zurück. Eins. Aber man sieht die ja nicht immer alle. Manchmal werden die auch getroffen, aber es kommt keine Animation, weil die andere halt noch am Durchlaufen ist. Nee, bei dem könnte ich das nicht beurteilen. Vielleicht bei dir. Also, ein Treffer. Zwei. Drei. Vier. Aus Erschöpfung bist du schwach und unbeweglich? Was? Das hatte ich vorher noch nicht gesehen. Und das ist schon richtig häufig getroffen worden. Also nee, der Hammer macht bei denen auf jeden Fall schon mal nicht mehr Schaden. Bei den Fleischklöpsen vielleicht. Das müssen wir noch ein bisschen ausgiebiger testen. Mit einem Hammer. Ja, das ist Wissenschaft eines Kriegers. Wir nehmen diesen Hammer und hauen da drauf. So, erschöpft sollen wir sein. Ja, Tragkraft ist überladen. Dann schmeißen wir doch mal unser Schild weg. Ah, genau, 160. Nee. Wie viele Steine haben wir denn? 3, 4, 5. Ja, 5 brauchen wir auch meistens. Den Speer brauchen wir auch. Die ganz normale Armbrust könnte weg. Und wir können allgemein den Sack mal ein bisschen aussortieren. Also du kannst weg. Der normale Speer kann weg. Die Münze muss eigentlich in den anderen Sack. Aber wenn wir immer noch keinen Zweck für die gefunden haben. Und gerade hier in einer untergangenen Stadt... Würde es sich anbieten, Händler unterzubringen. Aber naja. So, die Schlüssel packe ich wieder hier ins Hauptinventar. Das geht ja gar nicht. 9 Kilo Toleranz haben wir. Naja, Notfall können wir immer noch das Amulett anziehen. So, wie kommen wir da rein? Da sind Druckplatten. Gehen wir mal links an der Wand lang. Du fühlst dich weniger müde. Vielleicht gibt es auch eine nicht angezeigte Stamina. Ein Stamina-Balken. Aber wenn man durchgehend am Campen ist und durchgehend draufklickt, dass dann man müde wird. Wofür war das Schloss eben? Es wird nicht für hier oben gewesen sein. Hier wahrscheinlich. Ja, eine Waffenkammer. Komm schon, gib uns eine neue Rüstung. Bitte. Armbrustbolzen. Ja, nee. Okay, der Heiltrank ist gut, aber Armbrustbolzen? Die werden garantiert nichts machen gegen so einen Schleim auf dem Boden. Das flutscht da einfach nur durch. So, die Tür, das Schloss. Mal gucken, was für ein Schloss das war. Ah, der blaue. Den haben wir nicht. Wir haben nur noch einen grünen. Also gehen wir darum, darum. Oh, Glück gehabt. Dass die auch immer so langsam fliegen müssen. Okay, da lang. Schleim, Schleim. Na gut. Du hast das Blaue? Nee, du hast auch Silber. Oh. Der silberne Schlüssel wurde von einem der Wachen gedroppt. Wo waren die Wachen? Die waren hier im Westen, ne? Na gut. Gehen wir einfach Schritt für Schritt die Gebiete weiter durch.
Noch mehr Türen, was brauchen wir hier? Ein Grün, den haben wir doch. So, bei dir hat der Hammer nicht geholfen, also wechseln wir mal. Oh, oder probieren wir mal die Feuerarmbrust aus. Das war doch... Schießt feurige Ringe. Busch. Ja, das sieht doch cool aus. Aber, wir haben jetzt schon 3 Ladungen verbraucht und trotzdem ist er nicht gestorben. Das ist ganz schön erbärmlich irgendwie. Heiltrank? Wo sind unsere Heiltränke? Da. Nein, wir wollen nicht... Aha. So, Heiltrank benutzen. Also ja, die Armbrust ist nicht so dolle. Wenn wir irgendwann einen richtig schweren Gegner haben, dann können wir ihn damit ein bisschen weich klopfen, aber bis dahin, na, bitte einfach nur im Inventar rumgammeln. Oh, noch ein Monster. Aber ja, nachdem hier und nachdem wir die Schatztruhe geplündert haben, gibt es erstmal wieder eine Pause. Die Lebenspunkte sehen nicht so dolle aus. Und das Mana schon mal gar nicht. Was haben wir hier? Einen silbernen. Den können wir gleich gebrauchen. Und das war's auch schon. Na gut, gucken wir noch ganz kurz, wo der silberne war. Der war da. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich bei diesen Spielen super mag. Dieses, ich mach nur noch ganz kurz um eine Ecke gucken. Oder in den Raum gucken. Geht man rein, findet man irgendwas Interessantes in... Ah, na gut, eine Ecke noch, ein Raum noch. Und dann spielt man Ewigkeiten. So, was haben wir hier? Ein Langschwert. Du machst 2d8. Also 2 bis 16. Du machst 1 bis 12. Also bist du viel besser. Und du kannst einfach weg. Schön, schön. Schon wieder ein Upgrade für die Schwerter. Ja, Schwerter zu erhöhen war eine gute Wahl. Aber wie gesagt, bei diesen älteren Rollenspielen sind es immer die Schwerter. So, abgespeichert ist. Ich pausiere dann mal und wir sehen uns wieder, wenn ich voll regeneriert habe.